Er ist schnell und geschickt. Dennis Schleusner ist dreifacher Weltmeister im Becherstapeln und achtfacher deutscher Jojo-Meister. Seine Tricks können ihm nur wenige nachmachen. Die Arbeit bei einem Hersteller von Spiel- und Jonglierbedarf brachte ihn erstmals mit einem Jojo in Kontakt. Später kamen andere Fingerspielzeuge dazu. Diese Fingerfertigkeit, die habe ich ja von Natur aus bekommen. Und gemerkt habe ich es beim Jojo-Spielen. Und dann, klar, die Faszination für so eine kleine Sachen, die ist mir auch irgendwie gegeben. Und beim Sportsäcken habe ich dann sofort auch gemerkt, ey, deine Hände können was Besonderes. Und wenn dennoch der Ehrgeiz dazu kommt, dann passt es genau. Den ganzen Tag spielen, wovon viele träumen, hat Dennis Schleusner zum Beruf gemacht. Sein Arbeitsalltag, neue Tricks erfinden und sie weiterentwickeln. Jeder kennt ein Jojo, aber die meisten wissen nur, dass ein Jojo einfach nur up and down geht. Und sobald man da jetzt zwei Jojos zum Beispiel in die Hand nimmt oder halt richtige Profi-Tricks mitmacht, dann steht man vor offenen Mündern. Und die denken, wow, der hat sich damit beschäftigt. Wie jeder Profisportler muss Dennis Schleusner jeden Tag mehrere Stunden trainieren. Beim sogenannten Dice-Stacking werden Würfel mit Hilfe eines Bechers zu einem Turm gestapelt. Das gelingt nicht immer. Gerade bei den Sachen, die ich mache, sind Niederlagen ganz präsent. Also das sind alles Sachen, die nicht beim ersten Mal klappen. Und man muss auf jeden Fall dranbleiben, um diese Sachen dann beherrschen und kontrollieren zu können. Und deswegen ist wirklich eine Sache, never give up. Irgendwann klappt es, man muss halt nur dabei bleiben. Sein Können präsentiert Dennis Schleusner der ganzen Welt. Fans hat er mittlerweile überall, auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Also ganz wichtig ist natürlich so, dass man im Internet so ein bisschen präsent ist. Und das ist natürlich totaler Freestyle. Da erfindet dann irgendeiner einen neuen Trick, den will man dann direkt können. Oder probiert einen Trick, den will man dann schneller können. Und das ist dann natürlich eine super Motivation, immer besser zu sein als der andere. 16-7. Der Profi aus Berlin ist international unterwegs. Er gibt Seminare, tritt mit seinen Shows auf Galas, Sportveranstaltungen und im Fernsehen auf. Seine Fingerfertigkeit lässt Fans rund um den Globus staunen. Mittlerweile kann er von seinen Auftritten leben. Längst beherrscht Dennis Schleusner auch das Trendspielzeug des Jahres. Mit dem Fidget Spinner ist er ebenso geschickt wie mit Jojo, Würfeln und Bechern. Was er in die Finger bekommt, wird schnell zum Profi-Werkzeug. Sein Erfolgsrezept? Mach das, was dir Spaß macht und mach das, solange du kannst. Und ja, einfach glücklich sein. Seinen Spieltrieb möchte der Berliner auch in Zukunft ausleben. Und vielleicht beschert der Fidget-Spinner Dennis Schleusner bald einen weiteren Titel.